Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous, zu dieser doch etwas späteren Stunde. Man muss hier noch 2 Stunden drauf rechnen jetzt. Oh, wir kommen direkt ins nächste AAA-System, sehr schön. Ich muss jetzt hier nämlich noch eine Folge für heute aufnehmen. Wirklich für heute, für Sonntag, weil mir ist so ein kleines Malheur passiert. Ich hatte eigentlich schon 2 Folgen aufgenommen. Da habe ich dann. Heute Abend hatte ich die eigentlich schon aufgenommen, 2 Folgen für Sonntag und Montag. Haben wir dann nachher das Video angeguckt und es hat einfach nur geruckelt ohne Ende. Das konnte ich so nicht. Oh, das ist unentdeckt, das ist so geil. Ich konnte das nicht mit gutem Gewissen hochladen. Das wäre nicht gegangen, das hat einfach nur geruckelt und der ist gar nicht mehr so groß. Aber er ist uns. Aha, O-Stern ist es ja auch. 37 Sonnenmasse, das ist nicht so viel. Und hier ist nur ein Stern. Okay. Ja, okay. Ja, wie gesagt, habe ich ja festgestellt, es hat einfach nur geruckelt. Übelst. Ich weiß auch, wieso. Weil ich habe seit neuestem das Folding at Home im Hintergrund laufen. Das ist das komische verteilte Rechner. Und das hat scheinbar so viel Leistung abgezwackt, weil es nicht umgestellt wird, dass es nur im Idle-Modus rechnet, dass es mal vom OBS die ganze Aufnahme geschrottet hat. Schade eigentlich. In der Aufnahme, ja, sehen wir mal, wir waren ungefähr hier in der Kante so ungefähr. Und dort mal ein paar Systeme angeflohen in der letzten Folge. Und dann hatte ich ein paar Folge aufgenommen, indem ich auch hier rum bin. Ein paar in dem System hier, ein paar AAA-Systeme angeflohen bin. Ein paar Ware unentdeckt, ein paar Ware entdeckt, ein paar Ware teilweise entdeckt. Und hier haben wir jetzt noch ein bisschen was, wo wir uns noch angucken können. Was wir natürlich auch machen. Zum Beispiel dieser O-Stern. So, nehmen wir gerade den. Der ist, denke ich mal, als. Ne, dich will ich eigentlich. Hier ist ein B-Stern. Ich hätte gerne den hier. Den, genau. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind Gott sei Dank so viel von den Sternen. Können wir bestimmt noch ein paar mitnehmen. Und ansonsten, genau, ich habe, können wir tanken, das ist cool. Ich habe ein richtig cooler Tipp hier von der Staffel Grid. Mich halt vorhin halt schon aufgenommen hat. Kam irgendwie so die Frage im Chatroom, wer sich eigentlich die Beta angucken wird von der Fleet Carrier. Habe ich ja im Moment, ja, ich würde mir die schon gerne angucken, in der Hoffnung, dass in Kolonia irgend Fleet Carrier rumsteht. Weil Bubble ist nicht so weit raus, da wäre Kolonia wäre auch schon eine Sache. Das heißt, ich könnte mich hier sprengen dann eigentlich. Und dann würde ich nur Explorers Anchorage kommen. Und von Explorers Anchorage ist es jetzt nicht mehr so weit nur Kolonia, das wäre noch so machen. Jo, und da habe ich halt einen cooler Tipp grit. Und zwar, wenn ich mich jetzt hier sprenge, komme ich schon nur Explorers Anchorage mit einer Sidewinder. Und wenn ich dieses Sidewinder dann auch noch sprenge, dann muss eine Abfrage kommen, ob ich wieder in dasselbe System will oder sogar zurück in mein Startsystem. Also in das Startsystem, wo man wirklich das Spiel angefangen hat. Und das ist hier logischerweise irgendwo in der Bubble. Keine Ahnung, was das nun auf das System war. Es ist so lange her. Aber das ist cool. Deshalb würde ich sagen, am Dienstag machen wir das einfach mal. Das hier ist am Dienstag, nämlich dann mal Folge hier auf. Da kommen wir uns mal in den Beta-Server in, sofern wir reinkommen. Dann können wir, sorry, können wir es erst noch einen cooler Trick machen. Das ist ein cooler Trick, was probiere, weil ich eh probiere wollte, mal. Und zwar in den Neutronensternschweif fliehe und dann aus dem. Und dann den Frameshift-Antrieb deaktiviere, dass man in den Normalraum kommt. Weil da muss das Schiff hier übelst
direkt über Hitze und man kann gar nichts mit dem Haar. Da müssen wir es nicht sprengen. Dann sind meine Erfahrungen reicher und komme wahrscheinlich ein Explorers Anchorage raus. Und dann testen wir das direkt. Schnappen wir uns eine Seidi oder holen wir uns direkt nur die Seitwinder, du musst das Schiff gar nicht zurückkaufen. Und dann sprengen wir die Seidi und gucken mal, was passiert, wenn wir dann die Bubble sind. Das wäre nämlich richtig cool. Dann haben wir nämlich diverse Optionen, weil Beta ist ja eigentlich ein regulärer Spielstand, der vor x Tage live war. So auf dem Beta-Server und sprich mir Hanyo in der Bubble haben wir ja dann noch alles, was man dort hatte. Also können wir theoretisch uns irgendwie zum Schiff fliehen, wo wir haben, oder ins Kave, ist ja auch nicht schlimm. Und dann können wir uns zumindest mal die Verkaufsstelle von dem Carrier angucken. Oh, eine Wasserwelt, die nehmen wir noch mit. Genau, wir können uns so Werft angucken, wenn man die sehen kann. Und ja, dann hoffe, dass ein Toluku oder so, dass ich einer von der EOT so Carrier holt, dass wir uns wenigstens angucken können. Andererseits sind in der Beta die Preise hier immer billiger. Eventuell ist der ja der Carrier so billig, dass man ihn einfach mal angucken könne. Wenn der nur eine Milliarde kostet wird statt 5, dann könnte man das machen. Da hätte man immer noch 600.000 auf der hohen Kante, also vom Beta-Server. Das heißt, hat ja auf den Live-Server überhaupt keinen Einfluss. Du kannst ja machen Beta, was du willst. Spielt ja keine Rolle. Deshalb wäre das so eine Option. Oh, terraformierbar. Das ist die Wasserwelt. Gucken wir mal, 3 und 4 kriegen wir das einfach mitgenommen. Ne, er hat komplett woanders statt. Dann holen wir nur die Wasserwelt mit. Wollen doch nämlich lieber ein paar große Systeme abklappern, wenn irgendwie möglich. Ja, das wäre so der Plan für den Dienstag. Das wäre cool, wenn das irgendwie so klappt. Das heißt, dass wir dann so ein, zwei Folge Beta, aus der Beta mache und es dann nochmal regulär weiter hier in der Kante. Ja, das ist cool. Das testen wir aber auf jeden Fall mal aus dem Schiff springen mit dem Seidi Express zurück in die Bubble. Obwohl ich dann wahrscheinlich 10-mal gucke, ob ich wirklich auf dem Beta-Server bin. Weil wenn du dann irgendwie in einer Aktion geistiger Umnachtung auf dem Live-Account bist, sprengst du hier draußen das Schiff. Oh, wow, 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 wow. Ach Gott, wie ich schreie. Das wäre auch echt übel. Die ganze schöne Dade, wo wir wieder haben, wäre futsch. Das dürfte schon wieder... Keine Ahnung, 100 Millionen ist es bestimmt schon. Ich habe jetzt schon lange nichts mehr gescannt eigentlich. Weil ich einfach nur durchgerusht bin mit Neutronensterne. Aber vorher hatte ich einen Haufen gescannt. Ja, das ist immer so die, ist mir aufgefallen, die zwei Phasen, die ich habe. Entweder festes Ziel vor Augen und dort wird hingesprungen und alles auf Interessante auf dem Weg einfach gescannt, dann erfasse ich relativ viel. Oder halt, ich will mir einfach einen Haufen Systeme im Bereich angucken, mit so einem Zickzackkurs mit Neutronensterne. Und dann scanne ich halt relativ wenig. So, den Mond könnte man zur A noch mitnehmen eigentlich. So, also Markanda Pol hat die hier. Eigentlich freue ich mich schon, wie hier großartig Eis sein soll, weil das Ding ist 265 Grad warm.
Oh, 8. Ui. Du bist ein bisschen größer als die reguläre Wasserwelt. Muss man gerade nochmal gucken. Was muss denn eigentlich reichen? Wollen wir natürlich so. Silbererdmasse, okay. 10.000 Kilometer? Ja, die ist doch ein gut Stück größer. So, kommt dann da nimm mal der Vollständigkeit halber mal mit. Weil er eh gerade in der Nähe ist. Das ist nur noch ein Mond, aber das muss dann noch Sinn. Der bringt zwar jetzt kaum Geld, aber egal. Dann, ja, das da kommen wir noch hin, denke ich. Es sei denn, uns überrascht noch eine Welt mit, keine Ahnung, 5 Wasserwelte und 3 erdähnliche. Hätte man nämlich ein bisschen was scannen. Würde ich mich aber auch nicht beschweren, das wäre nämlich schon ein cooles System. Weil ich das im deutschen Forum auch gesehen habe, da hat jetzt wirklich ein System gefunden mit 5 Wasserwelte. Das ist schon viel. So, das reicht auf jeden Fall. Also bis jetzt war die Ausbeute von deiner massereichen Systeme in diesem Namenssektor war so mittelmäßig. Wie gesagt, heute mal jetzt Glück gehabt. Andererseits bin ich okay. Bin ich auch schon beim Schwarzen Loch rausgekommen. Das war entdeckt. Allerdings hat der nur die Hauptplanete entdeckt. Also da waren diverse braune Zwerge in dem System und ein paar Gasriesen. Die hat er alle schon entdeckt, aber es waren noch, glaube ich, über 30 Monde oder so. Und die wird er nämlich gar nicht erfasst. Das habe ich da mal noch gemacht. dann war ein. Was war denn das? Das war O-Stern, glaube ich. Oder Wolfraje war das auf jeden Fall, aber der Hauptstern war entdeckt, aber es war noch ein anderer Stern vom gleichen Typ dabei, nur halt gut ein Stück entfernt und der war halt unentdeckt. Das war dann wahrscheinlich vor dem Explorer-Update, wo da jemand im System war. Dann hätte man es danach gesichert. Im Idealfall natürlich. Ja. Und sonst oft ein und dasselbe Name gelesen, irgendwie ein. Hier hat man eher was mit Zappa. Der hat ja schon ziemlich gewütet. So, wo haben wir denn hier 19? Okay. F-Stern ist wieder die Chance relativ hoch, dass irgendwas Scannbares da ist. Bisschen weiter. Gut, du hast dann bestenfalls was Terraformierbares dabei. Wasserwelt oder so haben wir hier nämlich nicht. So ein bisschen ab vom Schuss. Ob man hier nochmal Planet Bayern, der ein bisschen höhere Exzentrizität hat. Natürlich.
natürlich auch was. Ah, Mist, wir sind immer zu nah dran. Was geht hier auch wieder am Chat ab? Gradien, okay. Ja, ja, die überhalte sich die ganze Zeit über Targoide. Das ist also Sache, wo ich ja noch gar nicht probiert wird. Ich glaube, da habe ich auch keine Talente vor. Würde ich wahrscheinlich nur auf das Sack kriegen. Okay, hier ist ein bisschen was los. Oh, hopp, komm. Weg. Geh weg, du Inblendung. Ja. Nee, momentan kenne ich auch eh nicht irgendwie so großartig Kämpfe oder so. Weil mein Jurassic immer noch kaputt ist und das Problem ist, mit dem ganzen Corona-Kram kann ich ihn immer bei der Kollege fahren, dass der mal dann mich ein bisschen unterstützen kann mit dem Joystick hier beim Reparieren. Weil wenn ich das allein versuche, dann weiß ich ganz genau, wie es ausgeht. Dann ist der Joystick nämlich kaputt und wahrscheinlich ich auch irgendwie. Weil so habe ich irgendwie ein Talent. Das ist drei Linke hin. So, Moment. Muss ich ja schon nochmal Heilung aufnehmen, wo ich überhaupt hingucken will. Genau. Terraformierbar darf die meisten nicht an. Das ist mal echt gesagt zu weit. Jawohl, bei die Große. Das hat Prioritäten der Folge. Ein U-Stern. Achso, das sind wir schon durch. Ich habe gedacht, das wäre einfach so ein wilder U-Stern. So auf dem Weg, der nicht gerade irgendwie groß ist. So, es werden dann wieder erste Wetten angenommen. Hopp, bitte sei unentdeckt. Wäre cool. Ne, ist schon entdeckt. Mist. Oh, der ist schon ein bisschen größer, der Dom. Okay. Ja, heute ist sowas noch nicht. Lass uns mal gucken. Etherial Serial. Den Namen kennen wir aber. Heute mal schon mal. 67, okay. Du bist. Du hast noch was im System. Genau. Das ärgert mich jetzt, dass die Aufnahme von zuletzt, dass die schlecht war, weil ich habe noch was anderes richtig Geiles gefunden. Und zwar, das letzte System, wo ich in dem Video angesprungen war, das wo halt so gegoogelt hat, das war ein Wolf-Rayet-Stern. Und das war ein besonders kalter Wolf-Rayet-Stern. Der hat nämlich ausgesehen von der Optik wie so ein brauner Zwerg, so rötlich halt. Und das ist halt wirklich so. Es gibt diverse Klasse von Wolf-Rayet-Sterne, natürlich, und die haben da verschiedene Temperaturen. Was ist denn das andere Ding? Also wahrscheinlich noch ein bisschen weiter weg. Oder ist da noch eine Sonne? Ne, da ist noch was. Genau, und da gibt es halt diesen, je nachdem von der Temperatur her, auch richtig gut gefärbt, passend gefärbt, weil die heißesten halt eher so bläulich, dann die mittlere so gelb um den Dreh. Und das war halt wirklich einer, der hat so wie brauner Zwerg ausgesehen und war auch ziemlich kalt. Also der war also nicht nur ziemlich kühl, sondern der war kalt. Das war schon irgendwie cool. Wollte ich so auch noch nicht gesehen. Das kannte ich nur aus dem Forum, aus dem Deutschen, wo ich einmal die Mühe gemacht hat. Und da hat man wirklich intensiv nur gesucht hat und das dann halt so rausgefunden hat, dass es da wirklich diverse gibt. Und dass die Temperatur, um die ja halt passt. Oh, guck gleich das mal an. Nee. Nee, okay. Das ist völlig normal. Das hat jetzt nur so ausgesehen vom Winkel her. Nee. Das ist nichts Besonderes. Die Bahn ist vollkommen normal.
So, okay. Müssen wir noch nicht fertig hier, oder? So, Moment, wir hätten hier einen B-Stern. Vier Sprünge. Ist ein Neutronenstern in der Nähe. Ajo, den haben wir sogar schon als Ziel. Na super. Das ist hier praktisch. Dann können wir den nämlich gerade nutzen. Überlade mal ein bisschen. Dann können wir direkt zu den B-Sternen springen. Module sieht gut aus, genau. Ich hatte nämlich zuletzt erst wieder den Frameshift-Antrieb repariert. Da war er bei 88%, glaube ich. Wäre zwar noch ein bisschen gegangen, aber sicher ist sicher. Das noch in Ordnung, was du machst. So, jetzt kann ich uns auch wieder rauslassen. Bitte. Oh, komm, zieh nicht rum, ey. Das wissen wir doch und das ist doch vollkommen beabsichtigt. So. Und drei Landbauer auch nicht schlecht. So, dann können wir zu unserem Ziel doch direkt hinspringen. Können wir dann auch noch aufladen? Das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Ah, auftanken. Aufladen ist doch nicht drin. Aber ich nehme mal an, B-Stern, der ist wahrscheinlich schon entdeckt. Deshalb muss ich doch mal noch weiter nach, in Anführungszeichen, Norden in einen anderen Abendsraum. Oh, der ist unentdeckt. Danke, das nehme ich natürlich gerne. Oh, der ist auch gar nicht so klein, der da. Nur einer da, aber ja, immerhin. 347 Sonnen. Radio. Ach so, okay. Nicht cool. 85 Sonne Masse? Ja, das ist doch ein schöner Koloss. Gibt da deutlich größere, aber dafür, dass man jetzt hier so entdeckt hat, dass da noch keiner war, bin ich sehr zufrieden. Brauchen noch ein schönes Thumbnail-Bild. Machen wir da am besten. Naja, wo was ausgefallen ist. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es für die Folge. Und beim nächsten Mal gucken wir uns weiter hier so ein paar massereiche Systeme an. Vielleicht findet man noch was Schönes. Und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.